Was geht, Alpha-Männer? Ich bin's, der Alpha-Mann. Ist es aus? Nein, jetzt ist es aus. So, die jämmerlichsten Alphas. Wir sehen hier Karl S., einen anderen und Team Jacken. Ja, Team Jacken ist der blödeste von allen. Ich hasse den Typ. Excuse me. Bist du Depp? Das ist ja schon mal sehr laut. Excuse me? Hey, wir haben 2023. Du musst endlich ein Mann werden. Freunde, heute lernen wir, wie wir zu einem echten Alpha-Mann werden. Auch die Frauen von euch. Ich bin schon Alpha-Mann. Die, die es gar nicht werden wollen, tja. Pech gehabt. Denn nur, boah, mein Effekt. Wenn wir Alpha leben, leben wir richtig. Und auch nur so bekommen wir lebenslang Felix Blumerück. Wenn du einmal Alpha bist, dann stehe ich hinter dir. Bis zum Tode. Und was gut an der Sache ist, wenn du Alpha bist, bekommst du auch direkt alle Bitches. Und mit alle meine ich wirklich alle, weil Frauen teilen sich ja bekanntermaßen die Alpha-Männer. Frauen teilen sich den Alpha lieber, als dass sie mit einem Beta zusammen sind. Mit einem Beta! Mit einem Beta, Bro! Ja, bist du Alper oder Beta? Betas bekommen dazu keine Frauen ab. Nee. Die bekommen nur die Alphas. Und das hat auch einen Grund. Und den erklärt uns jetzt Max Mission Maskulin. Bro. Ich finde das so geil, wie manche Leute in so einer Welt leben. Bruder, die glauben, die sind irgendwelche Wölfe, die so durch den Wald laufen. Boah, ich bin ein Alpha-Mann. Ich muss, keine Ahnung, was machen Wölfe. Coole Kastanien sammeln oder so. Aber geh einfach hakeln und such dir irgendeine Frau. Wie das kein Alpha-Name ist. Weiß ich auch nicht. Beta. Das ist der Punkt, wo der Beta in der Friendzone gefangen wird und nicht mehr raus. Das ist ein Beta, ja, das ist ein Opfer. Auskommt. Bruder, das ist einfach T-Tech gewesen gerade. Das war jetzt nicht auf T-Tech bezogen. Die gewinnt, ist die Frau. Die bekommt jetzt alle Aufmerksamkeit von einer Beziehung, kann dich anrufen und sagen, kannst du mir mal helfen, die Spinne töten, den Kühlschrank bewegen, damit ich drunter saugen kann, kannst du mir bitte ein Ohr ausleihen, damit ich dir volljammern kann, wie sehr das... Kannst du mir bitte ein Ohr ausleihen oder den Kühlschrank bewegen, damit ich drunter saugen kann? Aber Alphas, ja, die kriegen woanders gesagt. Mich die Alphas schlagen, du bist jetzt einfach die Zeithure der Frau. Digga, die Zeithure der Frau. Ich kack ab. Imagine, du willst einfach mit einer Freundin chillen, hilfst ihr bei ein paar Sachen. Du bist auch emotional für sie da. I mean, ist halt eine Freundin so. Bewegst den Kühlschrank. Dann kommt irgendein Internet-Alpha dahergelaufen und meinst so, du bist die Zeithure von ihr. Ich kack ab. Ach gut, machen wir weiter. Jemand anders spricht übrigens nicht nur Deutsch, sondern auch Facts, weil er weiß ganz genau, was die Männer eigentlich alle wollen. Wie kannst du als Mann glücklich sein? Wie kannst du als Mann dich selber ernst nehmen, wenn sie dich in einer Beziehung nicht jeden Morgen mein Versorger, mein Großmeister nennt? Mein Versorger, mein Großmeister? Ah. Guten Morgen, mein Versorger, mein Großmeister. Wenn das nicht in den Kaiser Out of Context Clips landet, dann weiß ich auch nicht. Boah, mein Versorger, mein Großmeister. Digga. Mein Versorger, mein Großmeister. Vielleicht haben deswegen alle meine Beziehungen nicht geklappt, weil ich einfach noch nie eine Frau hatte, die mich mein Versorger, mein Großmeister nannte. Und genau deswegen, Freunde, lernen wir jetzt in diesem Video, wie wir zum wahren Alpha-Male werden, damit wir eben Zugriff zu solchen qualitativ hochwertigen Frauen bekommen. Abfahrt. Frauen stehen auf Männer, die nicht lachen, die nicht grinsen, die nicht einfach nur die Zähne zeigen und freundlich sind. Das ist er. Weil Männer, die nicht lachen, sind eher gefährliche Männer. Okay, nicht lachen, nicht grinsen, dann sind wir Alpha. Denn wie wir alle wissen, The Rock, Beta, Jason Statham, Beta, Oliver Pocher. Wie ist das? Okay. Cristiano Ronaldo, Beta. Ey, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich fällt mir nur... Hast du schon mal drüber nachgedacht? Hast du schon mal einen Wolf lachen gesehen? Hast du schon mal einen Wolf lachen gesehen, während er den Großmeister Kastanien... Schau, das ist halt... Hammerer. Ein wahrer Alpha ein. Also ich glaube, ich kenne nur eine Person. Eminem hat auch noch nie gelacht. Also Fazit bis jetzt, wir sind eigentlich alle Betas, außer Drachenlord und Eminem. Weil wir Spaß am Leben haben und manchmal vielleicht auch lächeln. Und deswegen, wenn du jetzt auch Alpha werden möchtest, hör auf glücklich zu sein. Du Loser. Imagine, okay, schau. Also, weißt du, was das Ding ist bei solchen Leuten, die solche Tipps geben? Wer ist denn die Audienz dafür? Wer ist die Audienz dafür? Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit Beziehungen oder mit Frauen oder dies, das. Das ist absolut fein. Bruder, jeder war schon mal in der Situation, wo du dir gedacht hast, so, yo, was ist mit mir? Jeder war schon mal in der Situation, wo er in den Spiegel geschaut hat und so ausgeschaut hat und sich gesagt hat, hey,
Was ist eigentlich mit dir? Ha? Was ist, wo ist dein Problem mit Frauen? Na, aber du weißt, was ich meine. Und das Ding ist halt, wenn du dich selber als Beta siehst oder wenn du keinen Erfolg bei Frauen hast oder so, dann gibt es nicht diesen Step von, okay, jetzt bin ich hier und morgen bin ich der Großmeisterversorger, der niemals lacht und der gefährlich ist und so. Das ist cringe. So wird cringe geboren. So machst du Leute cringe und unangenehm und sie verstellen sich extrem, sodass du, wenn du dann deine eigentliche perfekte Freundin, deinen Deckel für den Topf findest, wird die sich denken, Havara, was ist mit dir? Was bist du für ein weirder Dude? Du bist der Johannes, ja, der irgendwo in Neulenkbach wohnt. Ich werde dich sicher nicht mein Großmeister und mein Versorger nennen, nur weil du das auf TikTok von irgendeinem Havara gelernt hast. Es ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt keine Person, für die dieses Coaching oder diese Tipps irgendeinen Wert hätten. Weil die einzigen Personen, die auch so denken, sind eh solche Menschen wie die. Und die ziehen sich ja den Content nicht rein. Die glauben ja eh, die haben die Welt verstanden. Wenn jetzt wohnst du in Neulenkbach? Wenn ich Angst habe, depressiv zu werden, weil er eben nicht mehr lacht. Also, I mean, I don't know, wie gesund das ist. Egal! Weil als Alpha gibt es keine Depression. Ich sage euch mal eine Sache, Depression gibt's nicht. Depression ist eine Lüge der Matrix. Depression gibt's nicht. Depression ist nur eine Gefühlslage, okay, die du dich fühlst. Wenn du dich depressiv fühlst, okay? Dann verlass die Matrix, Bro. Kannst du dich auch die Matrix gut fühlen. Weil wenn du Depression hast, ja Lack, passt doch einfach dein Mindset an. Die sind depressiv und sagen, ich kann nichts dagegen tun. Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Lack, was redest du? Du musst einfach nur dein Mindset ändern und dein Mindset anpassen. Einfach Mindset anpassen, weil, wie Theo schon sagte, man hat doch gar keine Zeit, depressiv zu sein. Es gibt sowas. Ja, du musst einfach, schau, wenn du depressiv bist, dann musst du halt einfach damit aufhören. Ha? Wie wär's damit? Depression gar nicht. Das stimmt auch. Als Alpha-Mann musst du übrigens auch Fett-Business machen. Es reicht nicht, ja, gut, Geld zu verdienen. Nein. Sei reich, weil sonst bist du einer dieser Matrix, oder? Top-Eigenschaften eines 5 bis 10% Mannes. Vom Mindset her ist er halt Alpha, ist maskulin, verdient richtig gutes Geld, mindestens 3 Jahre hintereinander schon. Also kein Lucky Punch mit einem Monat. Karl S. hatte übrigens auch noch einen sehr guten Take zu der ganzen Thematik. Und wenn du pleite bist, dann kannst du per Definition nicht mehr so wirklich männlich sein. Okay, ich muss viel Geld verdienen, sonst kein Alpha. Ich hab's verstanden. Wichtig ist aber... Ja, den Leuten geht's halt um Status und so. Geh das mal durch den Kopf, also for real, du bist halt einfach weniger wert, weil du gerade eben weniger Cash hast. Ganz ehrlich, real talk, ich will keine Frau, die mich an meinem Geld misst oder an meinem Status misst, den ich irgendwann eventuell verlieren könnte, weil, was weiß ich, vielleicht brennt mein Haus ab und die Versicherung übernimmt es nicht, weil das ist eine fucking Versicherung, die Versicherungen sind eh alle deppert oder irgendwas passiert oder weiß ich nicht, vielleicht habe ich eine schwerwiegende Operation und ich bin aber gerade, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie verlierst du dein Geld oder eine Finanzkrise kommt oder du hast das schlecht investiert oder dein Business geht einfach den Bach runter und sowas und dann wird was passieren? Dann wird genau diese Frau, die ich jetzt habe, aufgrund von Karl S. oder wem auch immer, wird sich denken, ah, mein Freund, der ist jetzt nutzlos und dann wird sie sich woanders hin verpissen. Und das sind die Frauen, die du für mich fit findest. Nein, danke, Bro. Aber auch, du darfst auch nicht sparsam leben. Das ist dann was anderes. Du musst aufhören, immer jeden Cent zu vergleichen, immer alles zu gucken. Oh, da kosten die Brötchen 20 Cent und da kosten die 40 Cent. Bruder, hör mal auf mit so einer Scheiße, bist du schwul? Bro. Bruder, ja, dann bin ich schwul. Havara. Das ist, Bruder, das verstehst du nicht. Das verstehst du nicht, weil du auch einfach pleite bist. Ja, das ist das Rich Mentality. Rich Mentality, ja, ist, wenn du nicht reich bist, sondern nicht mehr ärmer wirst. Leute, die 40 Cent für den Semmel ausgeben, einfach dumm. Einfach, ja, auch einfach homosexuell. Das hat auch viel mit der sexuellen Orientierung zu tun, was für eine Art von Semmeln du dich kaufst. Dieser Mann setzt sich hin und macht sich Gedanken über Semmeln. Und dann postet der einen TikTok. Und dann glaubt er, das ist cool, Alter. Ja, cool. Cool, Havara. Hört damit auf, über die scheiß Semmel nachzudenken. Ich habe viel zu viel Spaß bei dem Video. Die 40 Cent. Ist genau, Bruder, hör mal auf mit so einer Scheiße, bist du schwul? Bro. Hör mal auf, stell dir mal Semmel vor, jetzt, ohne Witz, stell dir mal vor, du gehst auf ein Date mit einer Frau und kaufst eine Semmel. Das wäre schon peinlich. Da bin ich auf einer Seite mit dir. Und du sagst dann zu ihr, ja, wir können jetzt leider nicht in dieses Restaurant gehen, da kostet das Steak 10 Euro mehr. Beim anderen Restaurant kostet das Steak 10 Euro weniger. Komm, wir gehen ins andere Restaurant. Die Frau wird dich so angucken.
Also wenn du übertrieben damit bist, wenn du jetzt sagst, ja komm, wir gehen zum Mackie, weil mir ist das Restaurant zu teuer, dann ja, aber wenn du die richtige Frau gefunden hast, dann will sie Zeit mit dir verbringen und nicht Zeit mit in deinem, in genau dem Restaurant, weil es da halt teurer ist und da schicker ist und so. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Man muss ein Steak bezahlen. Wenn doch einfach Code Eli an, dann sparst du 100%. Okay, aber gelernt, niemals auf den Preis achten, weil... Das ist nämlich cringe. Boah, jetzt schon stressiges Leben, Mann. Wäre ich nicht Alpha, würde ich glatt depressiv werden. Mackie aber ist eh voll teuer. System gedribbelt? Die gibt es ja gar nicht. Nicht grinsen. Die gibt es ja gar nicht. Wie geht's weiter? Tipps, wie du gefährlich wirst. Nur für echte Männer. Arbeite im Dunkeln. Ja, es ist relativ dunkel. Es ist relativ dunkel. Ja, okay. Dann machen wir mal so weiter, ne? Boah, deutsche Freunde, lag mal gerne das Video hier. Weil sonst bin ich gezwungen, dass mein Alpha-Bro Karl euch verfolgt. Und ihr wisst ja, was er mit Business Betas macht. Ihr werdet gebannt und ihr werdet juristisch verfolgt und ich verklag euch so lang, bis ihr keinen Cent mehr in der Tasche habt. Weil ihr seid dreckig und ihr sollt mal an euch selber arbeiten. Was ist da der Kontext? Ich weiß ja nicht. Dazu musst du natürlich ins Gym gehen, sonst bist du kein echter Alpha, weil du brauchst mieses Testosteron in deinen Adern. Der Alpha-Coach Blood Red Alpha gibt dazu auch sehr gute Tipps, wie man mehr Testosteron bekommt. Also wirklich wichtig, als Alpha brauchst du viel Testo. Was ich mich halt immer nur frage ist, was eigentlich, wenn ich zu Alpha bin, wenn ich zu viel Testo in meinen Venen habe. Das gibt's nicht. Anzeichen, dass du zu viel Testosteron hast. Oh ja, okay. Mit so einem bösen Smiley da. Du hast Aggressionsprobleme, Pickel auf dem Rücken, viel Hunger, Stimmungsschwankungen. Ey, das klingt so mies stressig, ne? Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Dazu, Alter, ist es viel zu dunkel, ihr seht überhaupt nichts. Ich mache das Licht wieder. Also ich denke mal, wenn du zu viel Testosteron hast, das wird wahrscheinlich bei den wenigsten Leuten so der Fall sein. Naja, also Testosteron hat ja auch viel so mit Haarwachstum und sowas zu tun. Also keine Ahnung, wenn du wirklich Probleme damit hast, dass du Aggressionsprobleme hast und dass du wirklich die ganzen Sachen halt einfach hast, dann geh zu einem Arzt, so, oder? Aggressionsprobleme und Stimmungsschwankungen. Tiefe Stimme, das ist doch nichts Schlechtes. Du folgst Blood Red Alpha. Boah, geil. Mir folgen nur Leute, die Pickel am Rücken haben. Wie wär's damit? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Kombi ist. Nice, okay. Bro. Keine gute Kombi. Und dazu, Bro. Echte Alphas morden. Vielleicht wird dir eine Therapie ganz gut tun. Aber vielleicht muss der Bre sich einfach mal wieder ausstöpseln. Und um dieser Alpha zu werden, um im Leben zu gewinnen und das zu bekommen, was du tatsächlich möchtest, ja, der Mann zu werden, den du bewunderst, musst du TikToks machen. Musst du dich ausstöpseln. Ich werde zum Mann, der ich sein will, wenn ich mich ausstöpsel? Boah, das... Bitte nicht dämmen. Okay. Diese Zeit brauchen wir auf YouTube wieder, wenn wir uns ehrlich sind. Und wieder einstöpseln. Cringe. Ich war jetzt was pumpen. Ich habe stabil Geld. Ich habe auch schon mal im Dunkeln gearbeitet. Ich lache nicht mehr, ich habe keinen Spaß mehr am Leben und mein ganzer Rücken ist voller Testopickel. Ich glaube, ich bin kann bereit, kann ich jetzt bitte eine Frau haben? Wie bekomme ich jetzt die ganzen Bitches, die mir zustehen? Hier sind drei Fehler, die du machst, wenn du mit Frauen schreibst. Okay, Senpai. Boah, das wird safe gut, das wird safe gut. Lehre mich, was mache ich falsch? Fehler Nummer 1. Du schreibst sie an mit Hi oder Hey. Wie hört sich das an? Richtig komisch. Okay, nicht Hi und auch nicht Hey. Okay, aber ich glaube, was er meint ist, du darfst nicht einfach nur Hi, sondern halt gleich Hallo, ich bin Alpha, kann ich dich haben? Schreiben. Also, na, also jetzt for real, das ist einfach nur Hi, ist halt uninteressant. Ja, wie soll ich denn die dann sonst anschreiben? So oder wie? Ey, du Schlampe, zeig mal deine Titten! Ja, okay, also dann werde ich es mal tun. Also, I mean, der Typ sah eigentlich stabil aus. Da vorne schon alles gelöscht. Die ist online, aber antwortet nicht. Jetzt gelesen. Jetzt ist sie wieder offline. Ah, warte. Ich weiß genau, was man da machen muss. Habe ich nämlich beim Top G gelernt. Scheißegal, warst eh hässlich. Ja. Alles weh? Cringe. Aber okay,
Welche Frauen darf ich eigentlich anschreiben? Also darf ich alle anschreiben? Ja, man schreibt Gott zum Gruße. Wenn es mit Gott zum Gruße in die DMs slidet, bist deppert. Krabs, danke schön für den Prime-Sub. Oder gibt es da irgendwie einen Unterschied? Wer ist Alice Weidler, eine Politikerin? Zu Frauen, also sind die einen cool, sind die anderen nicht cool? Niemand in deinem Freundeskreis wird dich jemals wieder respektieren, wenn die herausfinden, dass deine Freundin früher Dorfmatratze war. Und es spielt keine Rolle, ob sie heute geheilt ist. Boah, Digga. Geheilt? Alter, geheilt, ist so ein falsches Wort. Alter, boah. Alter. Boah, Digga. Okay. Sobald das öffentlich wird, ist es wie so eine Büchse der Pandora, die du geöffnet hast. Und die wird das Leben des Mannes ruinieren. Boah. Also ich sage euch eins, ich habe kein Problem damit, so wenn, also obviously, wenn meine Freundin vor mir andere Partner hatte und dies, das und jenes. Aber ich sagte, also wenn es sich in einem normalen Rahmen hält, weil das einfach für meinen Geschmack ansprechender ist, als wenn du... Es ist überhaupt kein Ding, wenn du so mit 300 Leuten oder sowas schläfst, aber es wäre halt für mich irgendwie, keine Ahnung, es wäre halt für mich nichts. Stress. Okay, aber verstanden, sie darf sich nicht ausgelebt haben, sonst... Aber wie kann man das wieder heilen? Das Mindset oder so den Körper? Musst du da so ein Ritual machen und dann ist das alles rückgängig? Männer wollen bei Frauen hauptsächlich eines, und zwar Reinheit. Wir wollen Frauen, die unberührt sind, die alles neu mit uns erleben. Lass mich dir das erklären. Wir wollen, dass wir sie beeindrucken, ihnen was beibringen können. Das heißt, wir wollen auch diese Glücksmomente erleben, wenn die Frau etwas mehr oder weniger zum ersten Mal mit uns erlebt. Ey, ganz kurz, Bro. Ich weiß nicht, ob du eine Freundin suchst oder eine Tochter. Okay, sie darf keine Erfahrung gemacht haben, sie muss unberührt sein, sie muss rein sein und du musst... Ja, wenn es so an deinem Ego kratzt, Digga, dann weiß ich ja auch nicht. Also, viel Spaß, da jemanden zu finden. Du musst ihr Dinge beibringen und zeigen können. Weißt du, was ein viel größerer Flex ist, Bro? Wenn du nicht ihr Erster bist, aber dafür der Beste. Wie wär's damit? Ist das Beta oder nicht? Alice Weidel würde es vielleicht nicht sagen. Oh, ich kann nichts mit einer Frau anfangen, die schon mal was mit irgendeinem Typen hatte. Einfach so. Also ich hab überhaupt kein Problem. Die soll halt nur keinen Vergleichswert haben. Die soll nicht wissen, dass das 10, also 10, 100 Zentimeter meine ich. Packen, dass Alphas Pädophil sind. Alphas stehen halt scheinbar nur auf Kinder. Top. Aber wie kläre ich mir jetzt ein Mädchen? Es ist echt grenzwertig. Boah, das sind nur Jokes. Aber gibt es vielleicht jemanden, der einem anderen Alpha wie mir beibringen kann oder zeigen kann, wie man Mädchen anspricht? Dann bin ich. Das Wichtigste erstmal für das Ansprechen von fremden Mädchen ist, dass du selbst an dich glaubst. Du brauchst Selbstbewusstsein. Ey, das Ganze ist wirklich kritisch hier, ey. Ey, ich spüre schon, ich bin schon wieder eins vor Sascha-Video. Aber Gags nur, Freunde, das ist nicht ernst gemeint. Aber ich habe noch einen letzten Tipp von unserem Homeboy Bachelor Baby. Den gucken wir uns natürlich auch noch ganz kurz an. Ich hab's mit so einer Chai rumgemacht, die war so groß wie ich, so 1:1 so groß wie ich, Digga. Ich hab aufgehört nach so ein paar Sekunden, weil ich... Boah, er hat... Also legit, es sieht cool aus. Also legit sieht fresh aus, aber er hat original einen von diesen Wisdom Blends Cuts, oder? Mit der Hairline, aber die ist crispy clean. Ich hab so gefühlt, als ob ich mit einem Typ das gerade mache, Digga. Ich dachte mir so, Hölle nein, Digga, was ist das? Ich war ja gar nicht große Chaz. Okay, Caption unter dem TikTok ist, unter 1,75 ist perfekt. Top-Kommentar ist... Schöner Tag, um 1,75,5 zu sein. Okay, nee, aber verstanden. Zu große Frauen auch nicht daten. Den Edgar Light. Weil das ist nämlich... Homo. Shit. Was ich mich dazu aber for real immer gefragt habe, ist, warum wollen diese ganzen Alphas mich eigentlich immer bekehren? Also kann ich nicht mein Leben... Das wissen viele nicht, aber alle Frauen über 1,75 haben einen Penis. Was so leben, wie ich selber Bock drauf habe? Weshalb wahre Macher in der Gesellschaft sich selten darum reißen, andere ums Verderben bekehren zu wollen. Ja, Bro, dafür versuchst du mich aber ganz schön dolle zu bekehren, ein Alpha-Mail zu werden. Gemeiner nur. Aber wirklich, warum wollen die, dass ich so Alpha werde wie die? Also, I mean, dann haben die doch einfach nur mehr Konkurrenz. Ah, die leben davon. Die verdienen ihr Geld dadurch. Wenn man übrigens bei Max Mission Maskulin auf die Seite geht und auf den Link in der Video klickt, dann kommt man zu dieser Seite hier. Wie du aus der Matrix ausbrichst und in die Top 10% der Männer aufsteigst. Und wenn man es halt eben wissen will, wie man aus der Matrix kommen möchte, muss man im Jahr... Das Ding ist halt, die viele Leute, ich habe das damals auch gehabt, so... Da habe ich auch über irgendwelche Flirt-Coaches-Videos gemacht, weil es halt einfach lächerlich ist, teilweise. Weißt du, was ich meine? Und dann haben welche kommentiert so, ja, ich wette, du hattest noch nie eine Freundin. Ich wette, du hast keine Erfahrung mit Frauen und so.
Und das zeigt mir halt einfach, Bruder, halt hast du kein Gehirn? Also jetzt nicht auf mich bezogen, aber legit, du wirst doch merken, dass wenn jemand schreibt, wie du aus der Matrix ausbrichst, ich weiß es nicht. Nimm das Coaching an, wenn es dich glücklich macht, ist deine Sache. Ich find's unangenehm. Ich find's Real Talk unangenehm. Aber ja, Bruder, wenn es dein Ding ist. 1700. Oh, plus. 1500 jährlich. Einmal Mission Maskulin, Onyx-Mitgliedschaft. Geschützten Online-Bereich mit Kursen oder Webinaren. Wow, das klingt urlangweilig. Jetzt kaufen und weiter zur Zahlung. Bist du deppert, oder? 1700 plus jährlich. Das ist ja das Ding. Mindestlaufzeit ein Jahr, danach jährlich kündbar. 80 Euro zahlen, um es komplett rauszufinden. Ja, Schnapper, ne? Beziehungsweise 2600 Dollar für irgendwie so ein Discord-Bot und ein paar Live-Events. Also, ja. GG auf jeden Fall. Okay, kommen wir mal ganz kurz zum Fazit vom Video. Es ist ja mal so mies stressig in Alpha-Netz. Und das ist halt for real. Es ist halt irgendwo schade, dass es halt wirklich Menschen gibt, die so desperate drauf sind, wen kennenzulernen und einfach nur halt einen Partner haben wollen, dass sie glauben, sie müssen sich komplett verstellen und sie müssen komplett ihre Personality von vorne bis hinten ändern, weil sie sonst einfach niemand respektiert und keine Ahnung, und sie kriegen dann keine ab und sowas. Aber es gibt halt, es gibt Frauen für dich, es gibt Frauen für jeden. So, es heißt nicht, dass jeder so nicht an sich arbeiten sollte oder sonst was, aber du musst keine 1700 Euro dafür ausgeben, dass du so wirst wie jemand, der du halt nicht bist, weil du kannst es machen, aber dann ganz ehrlich, dann musst du für die nächsten, I don't know, wie alt du jetzt bist, für die nächsten 60, 70 Jahre für immer ein anderer Mensch sein, nur dass du dem gerecht wirst, was deine Freundin oder dann Frau von dir expected. Wenn du das machen willst, dann let's go. Zu sein. Hätte ich gar keinen Bock drauf, außerdem stehe ich auch nicht auf Kinder. Ich mache bald übrigens noch ein Video, in der wir halt eben diese Frage hier klären. Warum finden so extrem viele Frauen nicht attraktiv? Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir, als mir teilweise recht ist? Falls ihr auch wissen wollt, warum so viele Frauen Karl S. wollen, abonniert gerne rein und wir finden es zusammen raus. Aber gutes Video. Schau, TJ kriegt immer noch ein bisschen Hate. Ist stabil, gleiche ich hier aus. Fand ich kein schlechtes Video. War sehr funny und ich werde jetzt auf jeden Fall nie wieder lachen. Weil Lachen ist auch einfach uncool. Und keine Semmeln für 40 Cent kaufen.